Moin moin meine lieben Freunde der Foxmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Patrick, warum genau hüpfst du den Pier entlang? Was soll Felix der Bierwächter denn davon denken? Ja, ich will da zurück. Wohin? Bauen. Sammeln. Weiß ich nicht. Musst du auf Klo, Patrick, oder warum hüpfst du so durch die Gegend? Ja, auch. Wir sind doch hier am Wasser. Du kannst dich einfach mal da hinstellen, ich gucke auch weg. Vielleicht. Okay, was So. ist jetzt die Klohütte? Die Klohütte, da wo dein Bett drin ist. Hab dich auch lieb. Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte meine Hütte bitte nicht so geruchsintensiv haben. Fäkalmäßig eingerichtet haben. Genau. Patrick Fährst du spielt jetzt oder Frosch. nicht? Ich fahre schon, aber irgendwie hängen wir hier fest. Ja, jetzt passt das. Jetzt wird's dunkel. Super. So, gleich rückwärts anlegen und go. Aber ohne Kack, bei uns ist heute so ein unglaubliches Mistwetter, ey. Das regnet, das ist stürmisch, das ist so richtig bäh. Und dann musste ich um die Uhrzeit schon aus dem Bett, ey. Boah, das war heute echt nicht schön heute Morgen. Oh. Sieht ihm. Alter, stopp! Das musste jetzt gerade mal ein Screenshot werden da hinten. Ach, der ist, ja, Das hatte ich sah auch schon jetzt echt gut öfters. aus. Ich wollte jetzt gerade sagen, so, ach, hör mal, wie schön das aussieht da hinten. Die Hütte und das Lichtlein, das wird immer kleiner. Wir sind Ich übrigens bin schon nicht hy da. bin ich hyperaktiv. Nein, 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 nein. Du wohnst auch nicht an der Autobahn, ne? Ich finde, der Autosketch ist trotzdem noch ein Klassiker. Auf jeden Fall. Haben Sie irgendwelche Probleme, weil Sie neben der Rennbahn wohnen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Wir haben noch gutes Wetter. Das ist schön. Wir Toll. nicht. Also ich habe jetzt Ja, gerade wir so ein auch. Wetter, ich würde mich jetzt am liebsten gerade mal ganz kurz eben in der Decke einmummeln. Oh wait, ich habe eine Decke hier. Alles klar, Patrick, du machst weiter, ne? Ich mummel mich mal kurz ein hier. Achtung, Dynamit. Nom, nom, nom. War ich? Was? Hast du jetzt echt Dynamit geschmissen? Nee. Okay. Warum? Super. Forest für Arme. In Ermangelung von Dynamit muss Patrick jetzt selbst die Dynamitgeräusche machen. Achtung. Was? Ah, wo? Wohin? Ach, Mensch. Du bist so lustig! Ich bin ein Scherb. Ein was bist du? Ein Scherb. Ein Schirm. Patrick ist ein Regenschirm. Ein Schelm. Okay, zu hoch für dich. Jaik. Warum brennst du die Bäume nieder? Ich möchte wissen, ob das klappt. Nee, die verbrennen jetzt. Okay. Was ist, wenn wir sie hier schnell genug fällen? Weihnachten. Genau. Advent, Gibt es Advent, Screenshot? ein Tannenbaum brennt. Es geht auf Weihnachten zu. Jingle Brand, Scotchy, fuck it up. Das hat sich jetzt nur ein bisschen. Man kann Ich nicht auch noch weiß. fällen, das geht. Guck mal. Ich habe ganz viel Holzkohle gefunden. Nein, wir fangen jetzt nicht an mit Kohle, Kohle, Kohle. Laufe ich gerade eigentlich in die Signalisator. richtige Richtung? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ich laufe komplett falsch. Ich laufe mal zu dat Ösi-LP. Das ist bestimmt die richtige Richtung. Weise Es mir brennt den immer mehr. Weg. Patrick spielt Stern über Bethlehem. Sag mal, wo hast denn du das ganze Holz schon wieder her? Logsled? Aha. Sei doch ehrlich, du hast den rechten gar nicht ausgeräumt. Den hast du einfach voll gelassen. Ja, nee. Wo habe ich den Rest eigentlich hingeschmissen von dem Baum? Hier bei Da mir. brennt es gerade noch so fröhlich vor sich hin irgendwie. Ja. Das, wo ist hier? Da. Eins, zwei. 1, 2, Polizei. Lassen wir das. Das ist Drei, schon so vier, uralt. kein Bier hier. Ist tatsächlich richtig und das ist auch gerade gut so. Habe ich gerade gesagt, es ist gut, dass kein Bier hier ist? Ei, Hafenmeister. Wer von den Anglern redet, ne? Fühl mal, bin ich heiß? Abgesehen von deinem Spinnfieber, nicht. Der Hafenmeister ist doch der Dings da, der Creep-LP mit seinem zweiten Account, glaube ich, wieder. Das Moment, fiese warum? Bübli. Ich habe Kann da das was Aussehen jetzt gehört. auch verspoilen? Du,
ich habe da was gehört. Das fand ich jetzt irgendwie geräuschtechnisch ein bisschen. Ich nicht. Also meine Verdauung freut sich da gerade auch drüber. Die ist nämlich jetzt fertig. Gab's da einen Fleckenfurz jetzt oder was? Fleckenfurz. Ey, ganz ehrlich, ich hatte mal den Namen bei Dead by Daylight, seitdem ist das irgendwie für mich so ein Klassiker. Ich hab Fleckenfurz in der Hose. Oh. Der ist echt gut. Den muss ich mir merken, den Fleckenfurz. Ja, das habe ich auch witzig gefunden. Ich habe jetzt auch was gehört. Weißt ja. Die Ela findet das gar nicht witzig. Die kann da nicht drüber lachen. Die Ela ist viel zu ernst dafür. Ne? Das geht nicht. Wimmel! Die Meerschweinchen sind wieder da. Ey. Bitte Der einmal Klappe. Kreditkarte durchziehen. Ja. Damit kennt die Ela sich übrigens auch. Die arbeitet ja an der Kasse. Guck mal, sieht dein EC-Kartengerät, sieht das auch so aus? Alter. Ey, nicht um die Uhrzeit. Wieso? Es ist nach 10. Tatsächlich, ich darf das. Es ist nicht nach 22 Uhr, aber es ist egal. Alter, nein. Huch. Lass mal testen, ob der auch immer noch Beep macht, wenn es. Ja, wenn er kaputt ist, nicht, aber ich glaube, wenn du da die Axt kurz mal reinziehst und der lebt noch, macht's. Wie war das noch mit den Fäkalwitzen und so weiter? So langsam gehen die Zahlen wieder nach oben. Es funktioniert noch. Sehr schön. Habe ich eigentlich davon einen Screenshot gemacht gerade mal? Wo ist denn der Onkel? Hallo Ali. Piep, Ah piep. nee, Rabbit sollte ich aber eben sagen, tatsächlich. Oh, warte mal. Chicore. Chico, Chico. Ich bin zu blöd, das Ding zu essen. Dankeschön. Wenn Trace ist auch wieder hier. Die Ventratze. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch eine gute Matratze wäre jetzt auch nicht schlecht. Soll ich dir von meinem Freund sagen, Lemon Juice? Hä? Ich verstehe den Satz jetzt gerade irgendwie nicht so ganz richtig. Ich soll dir von meinem Freund sagen, Lemon Juice. Vielleicht ein Insider, den du vergessen hast? Höchstwahrscheinlich. Aber wenn Trace war doch gestern gar nicht mehr da. Also war gestern zwar da, aber. Oh. Nee. Hä? Was hier denn hier so? Ach so, du bist selber. Ich sollte mal was trinken und sollte mal was essen. Sind wir voll? Nein, sind wir nicht. Ach, das war's, Kacke. Die neuen Sounds von denen klingen eher süß. Abstand gefährlich. What? Also entweder bin ich gerade zu blöd, um deutsche Sätze zu verstehen, oder irgendwie schreiben die gerade nur Mist. Ich meine, gut, bei Kyo ist Bis das zum was, ist das normal. Süß verstehe ich es ja noch, aber danach weiß ich nicht, was sie meint. Ja. Bei Kyo verstehe ich eigentlich durch die Bank eher selten, was sie von mir will. Moment, sind wir jetzt voll oder nicht? Nein, in keinster Weise. Also ein ganzer Baum geht da noch dicke rein. Und ob du voll bist, weiß ich nicht. Also, ich schon. Ich nicht. Ah, Wasser! Geil! Jetzt habe ich nur noch Hunger. Bling, bling. Ach, hier sind wieder zwei Bäume, okay. Huch. Wow, wo? Da, 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 Na komm, Fridolin. da. I'm ready. Ganz toll gemacht, Scotchy. Wegen dir möchte ich mir das Spiel auch holen. Welches? Ich hoffe doch nicht Forest. Bevor du dir Komm. Forest kaufst, mache ich dir einen Vorschlag. Unten siehst du, glaube ich, irgendwo, oder kommst du über meine Adresse, kommst du zu meinem Postfach. Da steckst du einfach das Geld für Also Forest in anstatt den Umschlag und gefährlich. schickst mir das Geld zu. Das ist besser angelegt als in Aha. Forest. Ah, nein, au. Was machst du denn da? Patrick, guck mal da hinten. Da hinten ist einer, der brennt so ein bisschen, So, ne? ja, kommen jetzt. Ja, genau, mach das mal. Guck mal, Patrick. Das sind nur zwei, die schaffst du schon. Da brauche ich dir gar nicht helfen bei. Das sind drei. Oh, drei. Ja, guck mal, dann mache ich dir sogar ein bisschen Feuer gerade mal. So, damit du die auch gut siehst. Wow. Warte mal gucken, ob ich Der den treffe Fluchtbug von ist hier. wieder Warte, hier. warte, warte. Bleib mal Ich stehen. hasse Und, es. und, und. Das ging voll daneben. Ich hasse es, wenn die den Flugbug machen. Den Flugbug. Ja, wenn die von unten auf dich rankommen und du fliegst dann mal 5 Meter in die Luft.
Du Patrick, ich lasse nackte Männer eher selten von unten an mich rankommen. Ja, Scotchy, das ist mir gerade scheißegal, was du draus machst, aber es stimmt. Was ich rausmache, vor allen Dingen schon wieder. Also er sagt das einfach so und jetzt bin ich wieder schuld. Du mir die Worte im Mund verdrehst, bist du schuld. Ich habe die nicht im Mund umgedreht. Du hast sie schon rausgelassen aus dem Mund. Ja, und dann falsch interpretiert. Nee. Ja, doch. Nein. Moin 1895, Fortuna ist gerade Nudelsuppe mit Ei. Warte mal, das heißt aber eigentlich anders. Das hat doch irgendwie einen Namen, oder? Mit dem gestockten Eierstich, genau. Das schmeckt lecker. Alias Royal. Ich eine Familienpizza 50. Boah, Alter. Dirk, jetzt wirst du mir aber langsam hier. Jetzt mag ich dich wirklich nicht mehr. Sitzt der da und knuspert sich zum Frühstück erstmal eine dicke, fette Pizza rein. Weißt du, und ich hab noch nicht mal was zu essen hier gekriegt von der Frau. So eine Stattdessen Pizza wäre doch echt geil. nur einen Tritt nach dem anderen in den Popo, damit ich mich mitten in der Nacht hier aus dem Bett schäle. Ich werde schlafen und jagen gehen, ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Das Feuer ist drüben auf unserer Insel und ich möchte Ja, aber gerne rüberfahren. hast du Fleisch? Ja, Gammelfleisch, aber das kann man noch essen. Moment, ich esse ein Bier. So, bin voll. Los. Currywurst zum Frühstück. Currywurst geht immer. Nein, Okay, Kalle, den ja, nee. Back mit den Holzstämmen, den gibt es schon Ewigkeiten nicht mehr. Wobei der Folgentitel Two Guys One Bug ist schon. Oh, der ist. Sind wir niveautechnisch schon wieder so weit unten angekommen? Ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht so prickelnd. Weil du nicht weißt, worum es geht, oder? Ja, doch, aber Wir hängen, ganz Patrick. meins. Ja, du musst rückwärts, ich muss vorwärts. Oder umgekehrt, Ne, wir müssen vielleicht. generell erstmal kurz. Ja. Warum bist du. So. Jetzt gerade. Ja. Nein? Jetzt. Ah, ah. Patrick, paddelst du, Ja, oder? du musst jetzt rückwärts, ich vorwärts. So, jetzt vorwärts. Ja, jetzt passt es. Der Hafenmeister denkt sich jetzt gerade so, boah, ey, die können überhaupt gar nicht Ups. einparken mit dem Schiff, ey. Die sind ja voll doof. Hätten die mal einen Ey, lass Hafenmeister doch da. los, du blöder Affe. Ich hab doch schon längst losgelassen. Wie redest du mit Mein mir? Typ hier. Ach so. Ja, wenn du dich als Affen betrachtest, kann ich nichts dafür. Avirex geht jetzt Toast mit Mettwurst. Boah, Freunde, ey, Ey, ich was glaub. frühstückt ihr denn alle? Das gibt's ja nicht. Ich würde das Kotzen bekommen. Ich meine nicht, was nicht gut ist, aber. Ich will überhaupt was essen. Hört auf, über Essen zu reden. Ich Ja, hab ich nur hab Chips so. hier. Ich habe heute so gute Mozzarella-Schnecken gehabt. Mozzarella-Schnecken. Die sind gut. Also keine echten Schnecken natürlich. Ach, echt? Ja, dir traue ich zu, dass du das wieder verdrehst. Echte Schnecken aus Mozzarella. Ganz lecker. Kann ich nicht eigentlich den Haifischkopf hier einfach mal essen? Verkammelten Haifischkopf. Scheißegal, Hauptsache Der bei mir was noch zwischen immer den Kiemen. schwebt. Ventress ist auch keine Bratwurst. Es gibt viele Dinge, die ich gerne esse. Und im Gips. Moment würde ich gerne alles essen. Ich würde, glaube ich, gerade sogar selbst Austern essen, weil ich Kohldampf habe wie sonst was. Uah, never. Patrick, übrigens ist Essen fertig. Ja, ich habe mich schon vollgestopft, habe ich ja gesagt. Toll, dabei habe ich dir extra hier so einen leckeren Abend auf Feuer gelegt. Ranzgammelfleisch. Nee, das ist nicht gammelig. Das ist nur ein bisschen grün und haarig. Ach, mein Dress, ach, nicht besser. Froschschenkel sind lecker tatsächlich. Habe ich bis jetzt noch nie gegessen, soll aber angeblich nach Hühnchen schmecken. Stimmt das Ja, wirklich? tut es. Mit so einem leichten Stich von, ja, salzig halt dabei, Ich hoffe, also. du meinst jetzt nicht, dass du Lasagne isst. Ja, wir haben alles für eine Lasagne da, oder? Ja. Welche Lasagne? Die mit Pferd, welche Bolognese. sonst? Hallo, eine Lasagne ohne Pferd schmeckt doch nicht. Das stimmt allerdings. Aber pass auf, ich glaube, da kannst du dir Kio wieder als Feindin machen. Macht nix. Kio soll froh sein, wenn sie selber nicht im Futtertrog landet.
Was willst du dann sagen? Ich habe heute vegan gegessen, weil du Kio isst, oder was? Naja. Ich esse eigentlich grundsätzlich Tiere, die sich von ihrem Essen anessen. Also kann ich sie auch essen, weil sie isst ja. Ach, das macht keinen Sinn. Sie ist ja an sich kein Fleischfresser, also kann ich sie essen. Oh, fuck. Was denn? Überzogen oder? Ne, ich wäre fast ins Wasser geschmiert. Oh, das wäre aber ganz Ja, schlimm überzogen gewesen. auch. Ich wollte gerade sagen, sind wir nicht langsam mal dicke fertig mit der Folge? Ja, jetzt schon. Okay, alles klar. Dann machen wir mal einen kleinen Cut. Sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute, danke schön fürs Zuschauen und Tschüss. Bye, bye.